Hey ho, hier ist Osaya. Ich möchte mich hier für zwei GIFs bedanken von Maxen. Einmal die UMP45 und einmal die M6A2 SRT. Beide für einen Tag. Danke, Maxen. So, und jetzt geht's erstmal los mit dem Review. Hallo Leute, hier ist Osaya wieder mit einem neuen Review für euch. Diesmal ein Review über die M200, das ist eine One-Hit-Sniper-Rifle. Ja, ich habe mal mit was anderem angefangen, außer Hey Ho, denn ich glaube, das wird auf die Weile etwas langweilig, wenn ich immer mit dem gleichen anfange. Ja, darum einfach mal. Hallo Leute. Und mir wurde von vielen gesagt, dass meine englische Aussprache sehr schlecht ist. Das kann ich auch verstehen, dass sie das sagt, weil zum Beispiel im M4A1 Review, da habe ich Desert Warrior gesagt, und das heißt eigentlich Desert Warrior. So. Klingt ja auch gleich schon viel besser. Ja, ich kann es verstehen, dass ihr da irgendwie Ohrenschmerzen von bekommt oder so, aber ich weiß, dass ihr trotzdem wisst, was gemeint war. Ja. So, nun zur M200. Ja, es ist wie jede andere Sniper, also One-Hit-Sniper, auch ganz normal. Also, sie hat nicht etwas überspektakulär Besonderes. Also kann ich zu der Waffe gar nicht so viel sagen. Ja, ich versuch's einfach mal. Also, die Waffe ist ein One-Hit-Kill, wie es ja schon gesagt hat. Und ich habe sie in einigen Spielen schon gesehen. Also sie wird auf jeden Fall von mir wurde sie schon ziemlich stark genutzt. Ja, es ist auf jeden Fall absolut keine Camperwaffe. Darum habe ich versucht, mal so ein bisschen Action hier zu machen. Naja, versucht. Und nicht immer irgendwie nur wohinter zu sitzen und da ja, herumzuballern. Aber ich muss sagen, das mit dem Campen geht eigentlich doch besser als mit anderen Waffen, denn der größte Vorteil oder die größte Veränderung zu anderen One-Hit-Snipern ist, dass die einfach mal mehr Präzision hat. Das ist ziemlich toll, also, denn das war immer so der große Nachteil, zum Beispiel der Arctic Wolf. Also, es war ein One-Hit-Kill und gute Portability, also gute Beweglichkeit und alles war toll, aber leider hat es da ein bisschen an der Präzision gefehlt oder gemangelt. Ja, nach jedem Schuss muss man einmal nachladen. Also, das nennt man im Englischen Feuermodus Bolt Action. Ja. Also, nach jedem Schuss muss ich sozusagen einmal repetieren. Das geht aber ziemlich schnell. Die Fire Rate liegt bei 10 Punkten. Das ist genauso viel wie bei der Arctic Wolf oder der L115 A3. Also, das liegt sehr normal. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele diese Waffe zu ihrer Hauptsniper machen werden. Einfach deshalb, weil sie doch einige Vorteile hat zu den anderen, die ich jetzt auch noch nennen werde im Laufe des Reviews. So, jetzt komme ich erstmal zu den technischen Daten oder wie ich es auch immer so schön nenne. Es ist ein One-Hit-Kill, das wisst ihr ja schon. Die Portability ist ziemlich gut. Auf jeden Fall sieht die Waffe sehr groß aus. Ah, jetzt möchte ich mal schnell noch zwischendurch sagen, ich habe hier noch ein Killcreak-Spiel gespielt. Ja, also wie gesagt, also jetzt zur Portability. Sie ist halt eine sehr große Waffe, sehr große Sniper, aber dennoch hat sie eine ziemlich hohe Portability, also Beweglichkeit. Das macht sie ziemlich gut, um auch damit mal herumzusprinten, ja, und halt etwas offensiver damit zu spielen.
Die Präzision der Waffe hatte ich ja schon erwähnt, die liegt bei 94 Punkten und das ist verdammt gut. Also das ermöglicht einen, zum Beispiel wie ihr hier gerade gesehen habt, einfach auch Kills über längere Distanzen, also einfach auch jemanden einen Headshot zu geben, der irgendwo hinterhockt. Ja, das hat da der Arctic Wolf da immer noch ein bisschen dran gemangelt. Aber hier in der Waffe sind es sogar 4 Punkte mehr. Und das ist verdammt gut. Also die Präzision reicht vollkommen aus. Und das ist wirklich so einer der Hauptfaktoren, warum ich die Waffe besser finde als die Arctic Wolf. Ja, der Rückstoß der Waffe interessiert eh nicht, da man eh immer nur einen Schuss schießt und der sich dann danach wieder erholt. Ja, außerdem, wenn ich es mal relativ grob sehe, würde ich die Waffe mit der L115 A3 vergleichen. Die L115 A3 war auf jeden Fall bis jetzt meine Lieblingssniper und ist es eigentlich, glaube ich, immer noch, wegen des relativ großen Scopes. Aber dennoch, die sind ziemlich vergleichbar. Ja, jetzt komme ich mal zu den Modifications, denn da steckt auch noch so einiges an Überraschungen in der Waffe. Erstmals hat die Waffe nicht nur 5 Schuss wie die Arctic Wolf, sondern 6 Schuss. Und dann hat sie, glaube ich, noch mehr Schuss insgesamt. Also die Waffe ist wirklich verdammt toll, was auf jeden Fall die Schussanzahl angeht im Magazin. Mit einem Extended One kriegt ihr 8 Schuss dann in die Waffe. Und mit einem Extended 2 dann 10 Schuss. Also das ist schon ziemlich gut an der Waffe, aber ich komme mit 6 Schuss vollkommen aus und das reicht mir. 5 Schuss waren mir, um ehrlich zu sein, immer ein bisschen wenig. Aber mit 6 Schuss komme ich da schon viel besser mit. Klar. Ja, ein Schalldämpfer ist auf der Waffe drauf. Der ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob er so gut ist wie bei der Arctic Wolf, aber die Waffe ist sehr leise, extrem leise, auf jeden Fall leiser als die L115 A3. Und ich wette, dass man einen nur aus einer ganz kleinen Entfernung hören kann. Also nur aus einem ganz kleinen Umkreis. Also die Waffe ist wirklich richtig schön leise. Ja, das Scope. Für mich ist das Scope eine Gewohnheitssache geworden, denn es erinnert ein bisschen an die Dragunov und einfach nur wegen diesem roten Punkt in der Mitte. Und es ist ein bisschen, auf jeden Fall war es für mich etwas verwirrend. Also man sieht ja am Scope in der Mitte dieses Dreieck und am oberen Punkt des Dreiecks dahin sollte die Kugel auf jeden Fall immer landen. Man spielt sich damit ein, auf jeden Fall, ja. Aber es ist doch schon ein ganzes Stückchen anders als zum Beispiel bei der Arctic Wolf. Also es hat kein Kreuz, sondern nur so ein kleines Dreieck in der Mitte, das dann anzeigt, wohin die Kugel geht. Ja, aber ich habe ja auch schon gesagt, das ist Gewohnheitssache. Also man kommt damit, wenn man damit ein bisschen spielt, gut zurecht. So, das war es jetzt eigentlich schon so grob zur Waffe. Ich weiß nicht, was ich noch alles zu der Waffe sagen kann. Ich habe auch Sniper Only mit der Waffe gespielt und war darin auch so gut wie mit jeder anderen Sniper, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Also von daher ist die Waffe ziemlich gut. Außerdem habe ich ja es auch wieder geschafft, wie ihr es gesehen habt, dass ich dies mit den Snipern und meinem Fraps wieder hinbekommen habe. Also mein Fraps läuft jetzt in flüssiger und ich kann wieder schön mit Snipers oder Reviews über Sniper rausbringen. Auch wenn es manchmal noch ein bisschen, es fühlt sich manchmal so ein bisschen träge an. Man muss manchmal nochmal mit der Maus nachrücken, um den Schuss dann zu platzieren oder man trifft einfach nicht. Aber es geht schon. Also ich kann jetzt Reviews über Sniper machen. Und vielleicht noch so als Ergänzung kann ich es euch sagen, es ist die erste Ghillie-Weapon, Ghillie-Waffe im Itemshop. Auf jeden Fall von den nicht-Rare NX, also von den nicht seltenen NX-Waffen. So, und jetzt zur Bewertung der Waffe. Ich gebe der Waffe die volle Punktzahl. Einfach deshalb, weil sie eine hohe genug Accuracy hat. Das ist ein One-Hit-Kill. Und mit dem Scope ist es einfach Gewohnheitssache. Also damit spielt man sich schon ein.
Und ich würde die Waffe absolut jedem empfehlen. Auch wenn man sie für permanent kauft. Also die Waffe ist wirklich, ich glaube, sie wird vielleicht sogar die Arctic Wolf Everlast ablösen. Aber naja, das bin ich mal gespannt. Also das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Review.